Essen ist für uns Menschen nicht nur mit Nahrungsmittelaufnahme, sondern meist auch mit Genuss und Geselligkeit verbunden. Aber die Produktion unserer Nahrungsmittel hat auch viele unerwünschte Effekte auf unsere Umwelt. Diese Umweltwirkungen sind beispielsweise der Verbrauch von begrenzten Ressourcen wie Land und Energie, Treibhausgasemissionen und Biodiversitätsverlust. Was genau nachhaltiges Essen und gesundes Essen ist, ist derzeit ein recht umstrittenes und emotionales Thema. In diesem Video möchten wir mit fundierten Resultaten zu einer Versachlichung dieser Debatte beitragen. Wir zeigen hier auf, wie sich unterschiedliche Ernährungsmuster einerseits und verschiedene Formen der landwirtschaftlichen Produktion andererseits auf unsere Umwelt und unsere Gesundheit auswirken. Dazu haben wir 6 verschiedene Szenarien entwickelt. 2 Szenarien mit veränderten Ernährungsweisen, nämlich ein vegetarisches Szenario und ein Szenario nach den Ernährungsempfehlungen. Weiter ein Szenario mit weniger Food Waste und eins mit einem Schwerpunkt auf inländischen Produkten. Dann haben wir 2 Szenarien mit Veränderungen in der Produktion angeschaut, nämlich ein Bio-Szenario sowie ein Bio-Szenario mit zirkulären Ansätzen. Für alle Szenarien haben wir 3 Umweltwirkungen berechnet. Das sind einerseits Treibhausgasemissionen, dann Landnutzung und Stickstoffüberschuss. Während Treibhausgasemissionen zum Klimawandel beitragen, informiert uns die Landnutzung, wie viel Land wir für die Produktion brauchen. Stickstoffüberschuss wiederum gibt Aufschluss darüber, inwiefern Überdüngung und damit einhergehende Folgen, wie beispielsweise Eutrophierung, verbessert werden könnte. Weiter haben wir berechnet, ob beim Anbau der jeweiligen Produkte soziale Risiken entstehen. Gemeint sind damit die Arbeitsbedingungen in der Produktion und in der Verarbeitung. Weiter haben wir die Ernährungsqualität angeschaut, also wie sich die Szenarien auf die Gesundheit der Menschen auswirken. Last but not least haben wir berechnet, wie hoch eigentlich die Kosten pro Szenario für die Konsumentinnen und Konsumenten sind. Was beinhalten nun die einzelnen Szenarien konkret und wie sehen die Resultate aus? Im vegetarischen Szenario wird Fleisch außer Fisch mit Hülsenfrüchten und anderen pflanzlichen Proteinquellen ersetzt. Das Ernährungsempfehlungsszenario richtet sich nach den Empfehlungen der Schweizerischen Gesellschaft für Ernährung. Diese Empfehlungen, üblicherweise als Pyramide dargestellt, beinhalten viel Obst und Gemüse, Getreideprodukte, Milchprodukte, wenig Fleisch und vor allem pflanzliche Fette. Es zeigt sich, dass diese 2 Szenarien ein großes Potenzial haben, um gleichzeitig Umweltwirkungen, Gesundheitswirkungen und die Kosten zu verbessern. Allerdings besteht in diesen Szenarien die Gefahr von höheren sozialen Risiken. Diese sozialen Risiken können in Ländern anfallen, aus denen wir derzeit pflanzliche Produkte importieren, welche wiederum in diesen Szenarien erhöht wurden. Im Food Waste-Szenario haben wir berechnet, was passiert, wenn Food Waste verringert wird. Wie man hier sieht, wirkt sich dieses Szenario auf alle Wirkungskategorien positiv aus. Nur die Auswirkungen auf die Gesundheit der Menschen bleibt gleich. Allerdings ist das Verbesserungspotenzial weniger groß als in den anderen Szenarien. Im Szenario Produktion Inland haben wir angenommen, dass mehr einheimische Produkte konsumiert werden. Dieses Szenario hat seine Stärke in der Verringerung von sozialen Risiken. Bei den übrigen Wirkungskategorien allerdings änderte sich in diesem Szenario nicht viel. Das Szenario biologisch schaut sich das Potenzial von einem erhöhten Anteil biologisch produzierter Lebensmittel an. Das Szenario biologisch und zirkulär prüft zudem die Auswirkungen, wenn die Konkurrenz zwischen der Produktion von Futtermitteln und der Produktion von Nahrungsmitteln minimiert wird. Diese beiden Szenarien verbessern den Stickstoffüberschuss. Das biologische Szenario verbraucht aber mehr Land, und beide Szenarien sind für die Konsumenten und Konsumentinnen teurer. Sobald auch die Tierhaltung und damit die Fütterung so angepasst wird, dass sie nicht mehr mit der Nahrungsmittelproduktion für die menschliche Ernährung konkurriert, resultiert das größte Verbesserungspotenzial bei den Umweltwirkungen. Aber die Kosten für die Konsumentinnen und Konsumenten bleiben hoch.
Kurz zusammengefasst sehen wir, dass die Szenarien mit verändertem Konsummuster und das biologisch zirkuläre Szenario das größte Verbesserungspotenzial haben, aber auch Zinnkonflikte mit sich bringen. Anders sieht es beim Food Waste Szenario aus. Dieses hat ein weniger starkes Verbesserungspotenzial, bringt aber praktisch keine Zinnkonflikte mit sich. Unsere Berechnungen der verschiedenen Produktions- und Ernährungsszenarien zeigen, ein Szenario allein kann die aktuellen Herausforderungen nicht lösen. Am effektivsten ist eine Kombination von Änderungen in unseren Ernährungsmustern, Verringerung von Food Waste und veränderte Produktionsweisen. Weniger tierische Produkte und Änderungen in der Tierhaltung sind dabei zentral. Um solche Änderungen zu erreichen, müssen die Anreizsysteme entsprechend angepasst werden. Das heißt beispielsweise, dass landwirtschaftliche Subventionen und Besteuerungen von Lebensmitteln umgestaltet werden müssen, um zu einem gesünderen und umweltfreundlicheren Ernährungssystem zu gelangen. Wer mehr zu unseren Szenarien und Berechnungen wissen möchte, kann sich unten im Videobeschrieb die entsprechenden Publikationen herunterladen.